Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute neues Video, neues Format, neues Auto natürlich auch. Also ein Mann, eine Kamera, ein Auto. In der Kurzvorstellung heute der Skoda Octavia Scout. Also viel Spaß. Und los geht unsere Kurzvorstellung hier mit der Front zu unserem Skoda Octavia Scout. Wie wir sehen, typisch für die Scout-Modelle, das sind ja die sogenannten Offroad-fähigen Modelle bei Skoda, sind diese Plastikumrandungen, die wir hier überall finden, hier um die Radläufe. Wir haben auch ein Scout Badge hier an der Seite. Dann haben wir natürlich auch einen schönen Seitenschweller. Übrigens, das Ganze hier ist Graphit Grau Metallic und wir haben die serienmäßigen 18 Zoll Felgen namens Braga verbaut. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig, deswegen flackert das auch schön im Bild hier ein wenig. Hier am Heck dann ganz groß der Skoda-Schriftzug. Natürlich keine sichtbaren Auspuffendrohre, aber die Blenden sind aber jetzt auch kein Fake. Also hier wird nicht irgendwas vorsimuliert, sage ich jetzt einfach mal. Schöne Voll-LED-Rücklichter haben wir hier. Matrix-LED-Scheinwerfer sind ebenfalls Serie an Bord. Auch neu hier natürlich der Skoda-Schriftzug. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen jetzt als erstes hier in die Mitte im Fahrzeug. Fahrzeugschlüssel öffnet dann die elektrische Heckklappe und gibt den Weg frei für einen sehr geräumigen Laderaum. 640 Liter sind das hier im Standardvolumen, optional bzw. erweiterbar mit einer ein Drittel, zwei Drittel umlegbaren Rücksitzbank auf 1700 Liter, doppelter Laderaumboden, diverse Ablagemöglichkeiten haben wir hier, natürlich Netze und die Rücksitzlehnen sind federvorgespannt, per Fernentriegelung fallen sie um. Hier ist sogar die Anhängerkupplung, die hier verbaut sind, versteckte Taschenhaken gibt es auch, Laderaumrollo, Laderaumsicherung und wenn wir dann, wie gesagt, hier umlegen, dann sehen wir ein leider nicht ganz ebener Laderaum, den der Octavia hier freigibt. Ich sitze hier hinter meinem imaginären Ich und habe noch genügend Kniefreiheit. Hier eines der Simply Clever Lösungen, der abnehmbare Tablet oder Smartphone Halter. Mein Smartphone ist jetzt hier drinnen. Was wir haben für Kinder, sehr praktisch, hier abgedunkelte Seitenscheiben mit einem Rollo, eine 3-Zonen-Klimaautomatik mit Sitzheizung hier für die Frontpassagiere außen. Dann gibt es optional hier eine 230 Volt Steckdose mit zwei USB-C Anschlüssen, Luftausströmer. Wie wir sehen, die Sitzbank hinten schön ausgeformt. Isofix gibt es hier auch, aber nicht hinter Kappen, sondern Klappen und die gehen leider nicht ganz auf. Dann gibt es hier das praktische Schlafpaket. Das ist äußerst bequem und cool. Da legt man dann sein Kopfchen dazwischen und dann schläft man sehr bequem. Dann gibt es hier noch eine Mittelarmlehne mit ausklappbaren Cupholdern und hier passt dann auch nochmal unser Smartphone-Halter rein. Also ich würde sagen, hier hinten schaut das cool aus. Jetzt gehen wir nach vorne. Ich sitze vorne, schönes Zweispeichen Lederlenkrad, das schaut immer noch etwas gewöhnungsbedürftig aus. Auch die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig hier über die Walzen für das volldigitale Kombi-Instrument mit 10 Zoll. Eine Lenkradheizung gibt es hier und hier die Bedienung für den Travel Assist. Wenn wir hier die Menüs durchblicken, dann sehen wir diverse Anzeigemöglichkeiten, die wir hier durchschalten können. In der Mitte haben wir ein 10 Zoll großes Display, hier mit dem größten Navigationssystem. Weiterhin das größte Manko, die nicht beleuchtete Touchbar hier, die wir haben. Immer noch unschön, aber dafür hier Direktwahltasten für Fahrassistenzsysteme oder aber Drive Modes bzw. Parkassistenten oder das Klimamenü. Dann haben wir darunter ein induktives Ladefeld für mein Smartphone sowie zwei USB-C Anschlüsse. Dann das Doppelkupplungsgetriebe wird bei Wire geschiftet. 7 Stufen können gewählt werden vom Doppelkupplungsgetriebe. Sehr gute Verarbeitung, weiche Materialien hier. Das hier gefällt mir sehr gut, das ist das Alcantara bzw. Mikrofaser. Die Holzleiste finde ich jetzt nicht so schön. Sehr gut dafür, hier nicht der Scout-Schriftzug, sondern diese Mikrofaser-Leder-Kombination. Der Beifahrersitz übrigens hier auch mit Isofix-Haken. Aber das sind ergonomische Sitze, die man optional ordern kann mit ausziehbarer Schenkelauflage. Die sind super bequem, bieten auch viel Seitenhalt. Und das wird alles sehr, sehr, sehr schön. Und da seht ihr mich und mich
plus One Man, One Camera, One Car. Das ist die Kamera. Und zwar ist das die Insta360 Go 2. Die habe ich zum Testen bekommen. Mit der wird das ganze Video gemacht. Falls ihr mehr wissen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Da könnt ihr euch die Kamera anschauen und sie auch gerne kaufen, wenn ihr möchtet. So, und ich würde sagen, wenn wir schon hier drinnen sind, dann legen wir auch gleich los. Unter der Haube steckt ein 2 Liter Turbodiesel mit 200 PS und den scheuchen wir jetzt mal kurz und 6,8 Sekunden soll es von 0 auf 100 gehen und 230 ist übrigens die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Schönes Ansprechverhalten, schnelle Schaltvorgänge durch das 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe, weiches ausgewogenes Fahrwerk, adaptiv verstellbare Dämpfer hier optional und ein echt toller Langstreckenkomfort auch dank Travel Assist. Also hier gibt es viel Spaß und viel Komfort im Skoda Octavia Scout. Ihr wollt mehr zum Skoda Octavia Scout erfahren? Dann einfach hier auf dem Kanal schauen und da werdet ihr dann das ausführliche Review auch zu diesem Auto finden und zu vielen weiteren Fahrzeugen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das ganze Video zu liken und vor allem eure Meinung hier unten in die Kommentare zu schreiben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage vielen lieben Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.